Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Workshop. Wir sind mit dieser kleinen Einstiegsübung schon mitten im Thema. Mir geht es ums Erwachen, wie allen auf dem buddhistischen Weg. Und das Erwachen findet in unserem Erleben statt. Notwendigerweise. Wo sonst kann Erwachen stattfinden? Erwachen ist notwendigerweise ein Erwachen im Erleben. Geht gar nicht anders. Es ist notwendigerweise ein Erwachen in unserem eigenen Geist. Auch da gibt es keine andere Möglichkeit. Wo sonst könnten wir erwachen? Woraus besteht denn unser Erleben, unser Sein? Es besteht aus dem, was in unseren Sinneswahrnehmungen stattfindet. Wobei wir auf dem buddhistischen Weg nicht nur die 5 Sinne nehmen, die wir auf dem Körper zuordnen, also die innere und äußere Körperwahrnehmung, das Sehen, Hören, Riechen und Schmecken, sondern den geistigen Sinn, das Wahrnehmen der mentalen Vorgänge, der Gemütsvorgänge, nehmen wir als 6. Sinn mit hinzu. In diesen 6 Sinnen spielt sich unser Leben ab. Alles Erleben ist Sinneserfahrung. Alles Erleben ist geistiges Erleben. Es ist Wahrnehmung. Und was der Buddha mit Erwachen beschreibt, oder die buddhistischen Meister mit Erwachen beschreiben, ist die Entdeckung eines neuen, freien, unverstellten Wahrnehmens. Es ist ein Erleben, ein freies Erleben, gerade dort, hier, wo wir jetzt schon sind, in unserem Geist. Dieser gute alte Geist, mit dem wir jetzt schon so lange leben, unser Geist, unser Gewahrsein ist der Ort des Erlebens und ist der Ort des Erwachens. Ein Erwachen kann nicht anderswo stattfinden als im Wahrnehmen. Es ist ein Prozess. Wahrnehmung ist nicht etwas, was staccato-mäßig in kurzen Einheiten stattfindet, sondern ist naturgemäß ein Prozess. Lassen Sie uns das kurz einmal erspüren. Das ist mir eine sehr wichtige Aussage, die ich da gerade gemacht habe. Ich möchte Sie wieder einladen, einen Moment still zu sein und den Strom des Wahrnehmens in Ihrem eigenen Erleben zu erspüren. Wir spüren, wahrnehmen, Körper, mit Hilfe des Körpers. Zugleich findet Sehen statt. Hören, das Riechen und Schmecken können wir auch hinzunehmen. Und es findet Sinngeben statt. Wir interpretieren, wir entschlüsseln Worte, wir hören, wir empfinden, wir fühlen. Der Strom des Erlebens. Ich danke Ihnen für diese kurze Übung. Da wir uns nicht kennen, für die meisten jedenfalls nicht, möchte ich es Ihnen nicht zumuten, längere Übungen zu machen, denn wir begegnen uns ja heute zum ersten Mal. Worum es mir geht, ist, dass wir ein bisschen erspüren, dass dieser Strom des Erlebens sich ständig fortsetzt und dass es in diesem Strom des Erlebens eine unglaubliche Vielzahl von Eindrücken hat, unglaubliche Vielzahl von Wahrnehmungen, die aber nicht abgegrenzt gegeneinander sind. Man kann nicht genau sagen, wann fängt der Moment des Sehens von etwas an, wann hört er auf, wann fängt das Hören an, wann hört es auf. Denn das Hören geht sofort weiter mit einem Nachbild des Hörens, mit einem auch Nachbild des Gesehenen. Die Erinnerungswahrnehmungen setzen sofort an und führen das Erleben weiter ins Mentale hinein, ins Geistige. Hochspannend. Wir sind in einem ständigen Prozess des Vernetzens unserer 5 äußeren Wahrnehmungsmöglichkeiten mit dem Gewahrsein dessen, was ist, dem Interpretieren, dem Sinngeben, dem Vergleichen mit früheren Erfahrungen.
und machen Sinn daraus. Wir machen rational Sinn daraus, indem wir Namen geben, benennen, aber wir machen auch emotional Sinn daraus. Wir geben dem, was gerade stattfindet, eine emotionale Bedeutung. Wir erleben sie. Das machen wir gar nicht bewusst. Das geschieht unbewusst. Und diese Prozesse, die finden ständig statt. Und die finden auch in der sexuellen Begegnung statt. Die finden in jedem Erleben statt, wo auch immer wir hinkommen. Und gelebte Sexualität bedeutet intensivst gelebte Sinneserfahrung. In diesen sechs Bereichen, wohlgemerkt. Es ist nicht reduziert auf die fünf Körpersinne. Natürlich ist das die intensivste Form von Berührungsempfinden. Natürlich sind das intensive Geruchserfahrungen, visuelle Erfahrungen. Wir schmecken, riechen, hören, sehen und fühlen. Alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig, während wir im sexuellen Erleben sind. Das ist so ein Oberbegriff. Was wir Sexualität nennen, lässt sich bei genauerem Hinschauen beschreiben als dieser Strom des intensiven Erlebens, das in dieser Situation stattfindet. Und wie kommen wir in diesem Erleben ins Erwachen? Dieser Frage möchte ich mich heute in dem Workshop widmen. Alles, was wir da sagen werden, lässt sich auf jede andere Situation des Lebens übertragen. Je wacher wir sind, je mehr wir gewahr sind, desto intensiver werden wir erleben. Und das ist auch wechselseitig. Sexualität ist aus sich heraus schon so intensiv, Erotik stimuliert so stark, dass wir oft höchst gewahr sind, dass wir eine Intensität des Bewusstseins erleben, die uns begeistert, die uns stimuliert. So wach, so lebendig bin ich selten, war ich selten, wie in der gelebten erotischen sexuellen Begegnung, die umso befriedigender, umso stimulierender erfahren wird, als sie noch von Liebe, Austausch, Einfühlen getragen wird. Je mehr die Herzensqualitäten mitschwingen, desto vollständiger bin ich als Mensch in diesem Erleben da. Mein ganzes Wesen wird angeregt. In diesem Strom des Erlebens wird es nun regelmäßig dazu kommen, dass ich mich genauso verhalte wie sonst auch. Bloß erlebe ich das sehr viel intensiver als sonst. Ich werde greifen, festhalten. Ich werde Bedeutung geben. Ich werde interpretieren. Ich werde haben wollen, nicht haben wollen. Es läuft alles ganz schnell ab, weil die Intensität des Erlebens so groß ist. Das heißt, der vom Buddha und allen Meditierenden beschriebene Prozess des Wahrnehmens und dann Haftens, Festhaltens an diesen Wahrnehmungen findet hier statt. Und genau dort entstehen die Blockaden. Genau dort entsteht die Möglichkeit zu sehr viel Leid. Wenn wir im Erleben dieses Stromes der sechs Sinneserfahrungen aufgrund von etwas sehr Angenehmem, was wir erfahren, sagen, das will ich und da will ich noch mehr. Dann kommt das, was wir Begierde nennen, die auch bis zur Sucht sich steigern kann, meistens gelebt, zumindest bei Männern, als der unbedingte Wunsch zum Orgasmus zu kommen. Eine Fixierung. Fixierung machen unfrei. In dieser Fixierung, solange wir diese Ziele verfolgen, das Erleben, was jetzt gerade so angenehm ist, zu steigern zu wollen und ausbauen zu wollen, auf die Spitze treiben zu wollen, genau darin ist die Anspannung. Wenn wir da in unseren Geist hineinschauen, wenn wir da achtsam bleiben, wenn wir bemerken, wie wir jetzt erleben, merken wir, dass die anfängliche Offenheit, die im Austausch mit Partner, Partnerin da war, sich verflüchtigt hat und wir zielgerichtet werden. In der Fixierung sind wir nicht mehr in der Lage zu spielen. Wir sind nicht mehr in der Lage, uns zurückzunehmen. Wir wollen. Und da ist das Leid. Da ist die Anspannung im Geist
Und genau da beginnt die Übung von uns Praktizierenden. Genau da beginnt bei allen Sinneserfahrungen die Praxis der Achtsamkeit. Ja, jetzt gerade erlebe ich ein Festhalten, ein Habenwollen. Ja, okay. Ich merke auch, dass ich jetzt gar nicht mehr so offen bin, wie die Inspiration mal war zu Anfang der Begegnung. Ich will jetzt was oder will auch etwas nicht. Es mag sein, dass Ängste bei mir berührt sind oder dass ich gar nicht will, aber meine Partnerin, mein Partner möchte. Also beide Möglichkeiten, anhaften und ablehnen, spielen eine Rolle aufgrund der gemachten Sinneserfahrung. Etwas an den Bewegungen, an der Berührung gefällt mir oder gefällt mir nicht. Gerüche gefallen mir nicht. Visuelle Eindrücke ziehen mich an, stoßen mich ab. Gehörtes, Worte, die gesagt werden, Klänge, irgendetwas zieht mich an oder stößt mich ab. Gedanken, die auftauchen, Bilder, die auftauchen, ziehen mich an oder machen mir Angst, stoßen mich ab. Wir sind in einem unglaublich intensiven Prozess des Erlebens und in jedem Moment reagieren wir. Es ist nicht so, dass wir das einfach nur erleben. Wir erleben mit unseren emotionalen Filtern. Und Erwachen bedeutet, dieser emotionalen Filter im Erleben bewusst zu werden, uns daran anzunehmen und zu lernen, den Geist darin zu öffnen, wieder in freies Erleben zurückzufinden. Also aus dem Erleben, was immer wieder greift und wie so ein Staccato-Erleben ist, in einen tatsächlichen Fluss, in einen tatsächlichen Tanz zu finden, im Erfahren dieser verschiedenen Sinnesströme kann man fast. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir das schaffen, im Laufe von Jahren von Übung, bitte glauben Sie nicht, dass ich über etwas spreche, was sich so machen lässt. Es ist eine Übung, bereit zu sein, nicht mehr Ziele zu verfolgen in der sexuellen Begegnung, sondern forschend gewahr zu sein, was da alles zu erleben ist. Und unter Umständen sogar, wenn unsere Partnerin, unser Partner sich darauf einlassen mag, sich auszutauschen darüber, was wir da alles erleben, innehalten zu können, gemeinsam meditieren zu können, die Achtsamkeit zu vertiefen, dann wieder in den Tanz der Erotik zu gehen und weiterhin achtsam zu sein, sich auszutauschen, was im Herz passiert. Vielleicht gemeinsam zwischendurch auch ganz bewusst die Liebe, die Dankbarkeit einzulassen, strömen zu lassen, Herzensqualitäten zu stimulieren im Erleben und dieses Erlebens auch voll und ganz bewusst. Darum geht es und da erwachen wir. Wir werden viel tiefer, viel umfassender noch Mensch, als wir es vorher waren. Wir entfernen uns weit von dem, was wir tierische Sexualität nennen können. Also Impuls, völlig impulsgesteuerte Sexualität, die nur eigentlich ein Reaktionsmuster ist, was im besten Falle der Fortpflanzung dient. Höchst menschlich gelebte Sexualität ist ein natürlicher Prozess des Erwachens, des immer gewahrer Werdens, immer freier Werdens, vor und zurück zu können, innehalten zu können und wieder zu tanzen. Einzugehen auf die Bedürfnisse des anderen, zu spüren, was braucht eigentlich der andere und was brauche ich, und dazu zu stehen, sich anzunehmen darin. Und das ist eigentlich, was ich gelebte Sexualität auf dem Weg des Erwachens nennen würde. Wenn das Gewahrsein in all die Erfahrungen Einzug hält und auch in meine Schmerzen, in die Tränen, die dann kommen mögen, in das angstvolle Erleben, wenn ich berührt bin in Bereichen, die normalerweise niemand berühren darf, wenn ich meine Scheu, meine Scham erlebe, wenn offenkundig wird, wie ich älter werde, älter geworden bin, wie ich das nicht mehr verstecken kann, wenn irgendetwas heute gerade nicht so läuft wie sonst, auch das anzunehmen, zu spüren, als ein Erleben. Sich einfach dem Erleben zu stellen und schlussendlich zum nicht bewertenden Erleben zu werden. Es gibt kein schlechtes Erleben. Gibt es nicht. Es gibt nur das Erleben selbst. Und alles Erleben hat etwas Gemeinsames. Das Gemeinsame im Erleben ist, dass es
im Grunde genommen nicht fassbar ist. Es gibt kein Erleben, was solide wäre, was bleiben würde. Es gibt keine Angst, die bleiben würde. Es gibt keine Begierde, die bleiben würde. Es gibt kein Anhaften, was bleiben könnte, kein Ablehnen, was bleiben könnte. Alles ist Erleben und wandelt sich im Strom des Erlebens schon jetzt und jetzt und wandelt sich weiter. Es gibt nichts, was irgendetwas Solides hätte. Wir nennen das die Leerheit oder das Nicht-Selbst der Erfahrung. Gemeint ist ihre nicht fassbare Natur. Und wenn wir im intensiven Erleben praktizieren, in diesem Gewahrsein, dann werden wir die nicht fassbare Natur des Erlebens erfahren und genau das ist das Erwachen. Und intensives Erleben ist besonders gut geeignet, um die nicht fassbare Qualität des Erlebens, dieses Nicht-Substanzhafte, was dann ja alles Anhaften auflöst. Drum ist eigentlich die erotische Begegnung wunderbar geeignet zum Praktizieren, weil sie so intensiv ist. Nur werden wir da oft so zielgerichtet. Wir haben so viele Vorstellungen, wie es zu sein hat. Weil wir so unglaublich viel Vorstellungen haben, kommen wir nicht dazu, den Moment, jetzt gerade, das Erleben von jetzt gerade richtig zu genießen und voll in diesem Erleben zu sein. Wir sind schon woanders. Wir wollen wohin. Oder wir haben das Bedürfnis, so oder so zu sein, damit der andere sich noch wohler fühlt. Wir manipulieren an uns, damit es dem anderen noch besser geht, oder versuchen am anderen zu manipulieren, damit es uns noch besser geht. All das sind Vorstellungen. Vorstellungen, die wir hineinbringen in diese intime Begegnung. Und die verderben uns, diese intime Begegnung. Sie sind enorm starke Filter im Erleben und führen dazu, dass wir nicht so recht erwachen und so ein bisschen maschinell leben, dass wir in unseren Reaktionsmustern so stark gefangen sind, dass wir oft auch die Lust an der Sexualität verlieren, dass wir gar kein Bedürfnis haben nach dieser Art von Begegnung, weil sie so schematisch ablaufen, weil sie nicht wirklich ein freies Tanzen sind. Wir haben keine Lust auf solche schematischen Begegnungen. Wir möchten Freies erleben und haben das Gefühl, dass es so unglaublich schwierig ist, wenn wir das versuchen, zu zweit hinzubekommen, freies Erleben. Und drum ist es so wichtig, sich alleine im freien Erleben zu üben. Und damit habe ich den Bogen dieser Einführung schon auch geschlossen, die persönliche Praxis im Strom des Erlebens zu sein, sei es auf dem Stuhl, auf dem Meditationskissen, beim Gehen, beim Autofahren, wo auch immer wir sind, immer wieder in den Strom des Erlebens einzutauchen, sich aufzulösen da drin, ist notwendige Voraussetzung, um es in der Begegnung zu zweit dann auch leben zu können. Wir brauchen Übung. Wir brauchen Übung im Fließen lassen, im Strömen lassen, im wachen Erleben dessen, was jetzt gerade ist, ohne immer wieder mit Werturteilen oder mit emotionalen Vergleichen dem ganzen Stempel aufzusetzen, halt Bewertungen, es hochzuwerten, abzuwerten, all die Übersteigerungen und abschätzenden Haltungen, die mit hineinkommen, all die Faszination und die Ängste, dass wir lernen, frei von diesen starken Filtern zu sein. Und so ist für mich erotisches Erleben einfach eine sehr intensive, intime Form des Seins im Strom des Erlebens. Somit vielleicht für den Workshop jetzt die Einführung, das, worum es mir von meiner Seite aus uns da ging oder geht. Und jetzt bin ich bereit, mit Ihnen Ping-Pong zu spielen. Ich sage das deswegen, weil ich das sehr genieße in Workshops, die jetzt, ich sage doch, recht größer jetzt geworden, und dass wir die Redezeiten kurz halten, dass ich meine Antworten kurz halte und dass das Mikro sehr schnell wandern kann, sodass viele von Ihnen zum Wort kommen und wir die Möglichkeit haben, ganz vielfältig zu hören und zu spüren, was in jedem von uns
jetzt gerade so los ist, was da für Fragen sind, was da für Bemerkungen. Wer von Ihnen möchte denn jetzt mal eine Bemerkung in den Raum geben? Wer ist der Erste? Wer hat Mut, einfach ein paar Worte zu sagen? Ich muss nicht auf alles antworten. Wir können dann auch einfach das Mikrofon tanzen lassen. Wer hat Lust, was zu sagen? Wer möchte eine Frage stellen? Den roten Knopf drücken? Alles klar, danke. Also wer ist so mutig? Wer möchte eine Nachfrage stellen? Oder? Wenn wir das Greifen bei uns feststellen, jetzt im sexuellen Kontakt, wenn wir so Gewahrsein, so viel Gewahrsein schon haben, dass wir feststellen, dass wir anfangen in diesem Zustand des Greifens und damit so einer Verfestigung, irgendwie spüren wir das, ja? Mhm. Was gibt es dann an Möglichkeiten? Tief ein- und tief ausatmen. Bemerken und wieder mit dem nächsten Ausatmen schon. Und was ist jetzt? Und schon bin ich beim neuen Erleben. Wer möchte? Ich mache es wirklich kurz. Ich möchte Ihnen jetzt keinen weiteren Vortrag halten. Ich wollte mal fragen nach dem Wandel der Wahrnehmung. Also ich nehme ja etwas wahr, aber in der Sexualität erlebe ich das, was ich vielleicht vorher als neutral oder sogar distanziert wahrgenommen habe, plötzlich ganz anders. Also die Wahrnehmung bekommt so eine Färbung. Und das hat natürlich auch wieder nochmal eine Färbung, wenn noch Liebe, also Nähe, Intimität sehr stark. Würden Sie zustimmen, dass diese Färbung damit zu tun hat, dass das Erleben mir keine Chance lässt, es kommt so dicht an mich heran, dass die normalen abwehrdistanzierenden Filter nicht mehr greifen? Ja, aber ich würde es auch positiv sehen. Manchmal ist es nicht nur so eine Blockade, die sich dann vielleicht löst, sondern wirklich so ein Strömen, dass etwas, was vielleicht eben neutral war, plötzlich ganz faszinierend tief verbunden erscheint. Bin ich total einverstanden. Ich habe das Gefühl, dass im sexuellen, erotischen Erleben so viel Impulse wach werden in uns, dass wir ganz überraschendes Erleben auch erfahren. Dass wir in Bereiche hineinkommen, die uns vorher gar nicht zugänglich waren. Auch nicht übrigens durch langjährige Meditation zum Teil. Und Sie können es dann nachher weitergeben hinter sich. Mich hat jetzt gerade bei dem Vortrag nochmal beeindruckt, dass gerade so in dem Zeitpunkt der Geburt ein Kind ja in diesem Begehren ist. Ist es das? Ja, das hat ein Bedürfnis. Ja. Und dieses Bedürfnis braucht eine Befriedigung, um sozusagen wieder in eine Entspannung zu kommen, um auch in der Welt sozusagen anzukommen. Und ich habe das Gefühl, dass auch in der Sexualität gerade diese Muster eigentlich greifen. Ja. Und diese Begierde, was so negativ sich anhört, aber auch eine Form ist, in Kontakt zu kommen. Und in diesem tiefen Kontakt auch in der Sexualität auch so wie eine Anwesenheit in der Welt an erfahren werden kann. Ja. Wenn man jetzt diese Parallele noch mal hat, eigentlich dieser Urwunsch, den wir haben, in die Welt zu kommen. Da stimme ich Ihnen voll zu. Für mich ist, geben Sie es an den Herrn hinter Ihnen, für mich ist die Sexualität tatsächlich erstmal Ihr erster Beitrag, das Bedürfnis, aus Spannung rauszufinden. Wir möchten zur Lösung, in die Gelöstheit finden und ist damit Ausdruck im Grunde genommen desselben Strebens nach Erwachen, was wir auch anderswo finden. Eigentlich ist Erwachen die Auflösung dieser Anspannung, unter der wir immer leben. Und dann der zweite Punkt, den Sie gemacht haben, das Auflösen der Trennung, weil eigentlich leiden wir unter dem Getrenntsein. Die Begegnung mit unserem Partner, unserer Partnerin verspricht eine Möglichkeit aus der Trennung heraus. Das ist unser sehnlichster Wunsch vielleicht, der sich dahin. Vielleicht knüpft es ein bisschen daran an. Der Gedanke, der mir nach sehr langer Beziehung eigentlich immer wieder durch den Kopf geht, Sie sagen, Sexualität ist Achtsamkeitstraining, sage ich mal, oder spirituelle Praxis, oder wie man es jetzt auch immer nennt, was Sie so dargestellt haben. Und da wäre doch zumindest die Frage ganz interessant. Im buddhistischen Zusammenhang wird es meistens mit einem Partner, dem Partner, diskutiert. Es gibt sicherlich vieles, was dafür spricht, dass mit einem Partner diese Achtsamkeit, diese spirituelle Praxis zu machen. Aber man müsste doch zumindest mal parallel dazu diskutieren, es gibt auch viele Vorteile, es nicht auf einen Partner zu fixieren. Und das müsste man mal miteinander abwägen, was für neue Qualitäten das es hat, nicht das auf einen Partner zu achten, und natürlich welche Qualitäten das auch hat, auf einen Partner zu fixieren. Also diese Möglichkeit, dass man anhaftet,
dass man diese Begierde an einer Person festmacht, sie überhöht. Das hat zum Beispiel etwas, was dagegen spricht. Es gibt sicherlich viele Dinge. Also diese Diskussion hätte ich stärker auch so in dem buddhistischen Rahmen. Welche Möglichkeit geben diese beiden Möglichkeiten? Und ich denke, sie haben Positives wie Negatives, sage ich. Gerade so dieses Gefühl dieser Freiheit ist oft außerhalb einer ausschließlichen Beziehung meines Erachtens oft mehr gegeben. Also ich will es zumindest als Fragestellung, ohne dass ich das so eindeutig für mich schon entscheiden könnte. Ich kann Ihnen nur kurz darauf antworten, dass das durchaus im Bereich des Möglichen ist, solange es so gelebt wird, dass nicht stärker Schaden entsteht, dass nicht stärker Leid entsteht. Ich kenne Beziehungen, betreue auch Menschen, die in Beziehungen sind, die sich das zeitweise einräumen, andere Beziehungen haben zu können, um in andere Formen des Erlebens zu kommen, sich noch auf andere Arten und Weisen erleben zu können. Und das hat durchaus auch hilfreiche, heilsame Auswirkungen. Im Buddhismus ist das mit dem Zusammenbleiben mit einer Partnerin, mit einem Partner, eigentlich nur aus Schutz vor den verletzten Gefühlen und den Enttäuschungen, die entstehen durch Fremdgehen. Der zweite Grund ist, um langfristig über Jahre hinweg an sich arbeiten zu können, sodass wir nicht in jeder Beziehung immer wieder dieselben Muster wiederholen, sondern tiefer kommen in unsere Arbeit. Das wären so die zwei wichtigen Gründe, die ich kenne. Für mit einer Partnerin oder einem Partner über längere Zeit zu sein. Das Kriterium, wann Partnerschaften im Dharma auseinandergehen sollten, gehen können, ist, wenn mehr Leid entsteht als Hilfe auf dem Weg. Gerade unter dem Aspekt der bedingungslosen Liebe, also das ist für mich ein ganz wichtiger Begriff, eine Liebe, die an keine Bedingung geknüpft ist, wäre das andere auch ein gutes Experimentierfeld, die Liebe eigentlich abhängig von der Person strömen zu lassen. Ja. Zu allen Lebewesen, aber bitte auch zu denen, die nicht so schön aussehen. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Wer möchte? Hier, bitte nach vorne. Ja, ich möchte da gleich anknüpfen in das extreme Gegenteil, die Sexualität teilen oder zusammen mit einem Partner und die Sexualität, die man nur mit sich selber abmacht, wäre also Selbstmord oder sowas. Wie weit das auch in diesen Kontext passen könnte. Und die Gefahren sind natürlich die gleichen. Die sind ja klar, die werden ja auch immer wieder postuliert, aber besteht auch die andere Möglichkeit. Selbstverständlich. Eine andere intensive Form des Erlebens mit sich selbst und dann auch dasselbe wie in der Beziehung mit der Partnerin, dem Partner, die Möglichkeit innezuhalten, zu spüren, nicht mechanistisch das ablaufen zu lassen, hinzuschauen, was macht es mit meinem Geist, was macht es längerfristig, fühle ich mich dadurch wirklich besser, werde ich allmählich abhängig, all dieselben Gewahrseinsaufgaben wie auch in der Beziehung zu zweit. Sie haben vorhin den schönen Begriff des Tanzens auch erwähnt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auf dem Weg des Erwachens entfernen wir uns vom Impuls gesteuert sein. Für mich stellt sich das so dar, ich habe einen Impuls, daraus entwickelt sich die Lust und daraus gerate ich ins Tanzen hinein. In diesem Fall mit meiner Partnerin oder Partner. Ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und schließlich ist das nicht ein Kreislauf, wie alles im Leben. Das eine schließt sich für mich im Moment etwas aus. Behalten Sie noch das Mikro für einen Moment. Also wir gehen von einer ganz normalen Situation aus, wie wir halt sind. Wir haben Impulse. Und wenn wir beim Tanzen bleiben, wenn ich zum Tanzen gehe, dann habe ich ja auch Impulse. Ich habe Vorlieben und Abneigung. Ich mag die Musik, ich mag die Art von Partner, ich mag vielleicht die Tänzerin. Und da sind Impulse, die schon eine emotionale Basis haben. Jetzt geht es darum, mich trotz dieser Impulse nicht zu fixieren im Erleben und im Fluss zu. Wenn jemand anders kommt, mich auffordert und wenn die Situation sich anders entwickelt, mitgehen zu können, fließen zu können, gewahr zu bleiben, trotz all der einschießenden emotionalen Impulse. Das ist noch nicht das Erwachen. Das Erwachen bedeutet, soweit diese Impulsivität durch Gewohnheitsmuster zu entspannen, dass wir
nicht mehr von innen motiviert sind, sondern tatsächlich durch Liebe, Mitgefühl, offenes Gewahrsein, durch, wir nennen das den Geisteserwachen. Deswegen haben sie da so einen Irrläufer gesehen, wie so ein, kann ja nicht der Weg des Erwachens sein. Wenn es mit Impulsen, mit Gewohnheitstendenzen anfängt, dann können wir nur lernen, besser damit umzugehen. Aber dieses besser Umgehen mit den Gewohnheitstendenzen schwächt sie und dadurch entsteht eine Spirale der Befreiung, des Erwachens. Also der heutige Tanz ist anders als der morgige Tanz, weil wir heute schon was draus lernen, was morgen den Tanz schon verändern wird. Also ist damit Ihre Frage erledigt. Ja, danke. Okay, gut. Wo geht's weiter? Mikro. Hier vorne. Mich würde mal interessieren, Sie haben ja gestern in Ihrem Vortrag Ihre Frau erwähnt und dass Sie zum Teil die Praxis, zumindest in die Sexualität insofern integriert haben, als dass Sie ähnliche Praktiken hatten. Von der Vajrasattva-Praxis gesprochen und ich weiß nicht, ob Guru-Yoga und so weiter. Mich würde mal interessieren, ob es förderliche oder weniger förderliche Aspekte gibt, die gleiche Praxis zu machen, zum Beispiel. Wir kennen das aus unserer Beziehung, dass wir zum Teil sehr unterschiedlich viel meditieren, weil wir zwei kleine Kinder haben und teilweise klappt es dann zeitlich einfach nicht und wir stehen da teilweise an sehr unterschiedlichen Punkten jeder. Haben aber doch eine ausgesprochen lebendige Sexualität. Also die Frage wäre für mich, ist das förderlich, wenn man da sozusagen in der buddhistischen Meditationspraxis ähnliche Wege geht oder nicht? Oder kann man sich da sozusagen auch auf so eine Art, ich sag mal, gesteigerte Achtsamkeit in der Sexualität verlassen und darauf dann was aufbauen? Ja, wir können uns darauf verlassen, weil die ohnehin gefördert wird durch unsere tägliche Praxis. Es ist auch nicht wichtig, dass beide dieselbe Praxis hätten, auch nicht während wir uns vereinigen, brauchen nicht beide auf die gleiche Art mit ihrem Geist zu arbeiten. Das war bei uns damals nur so, weil wir ein Retreat begonnen hatten, wo wir auf lange Zeit dieselben Praktiken machten. Und erst im Laufe der Zurückziehung verschoben sich unsere Zyklen, weil wir auf unterschiedliche Art praktiziert mit unterschiedlichen Tempi und dann wurde das auch anders. Das spielt aber in der sexuellen Begegnung keine Rolle. Jeder wendet das an, was ihm oder ihr als erste Praxis in den Sinn kommt, was jetzt gerade Sinn macht. Das wenden wir selber an. Wir brauchen uns da auch gar nicht miteinander abzustimmen. Das kann mal schön sein, sich abzustimmen, sich zu sagen, okay, jetzt in der Vereinigung meditieren wir beide mal auf grenzenlose Liebe, grenzenloses Mitgefühl. Beispiel. Das kann mal sehr schön sein, aber muss nicht sein. Grundlegendes Gewahrsein wird auf jeden Fall diese Praxis begleiten. Ja? Nehmen Sie das Mikro. Ich habe, als Sie vorhin davon sprachen, dass wir sehr zielgerichtet sind in der sexuellen Vereinigung, das mal so für mich nochmal so reflektiert und festgestellt, ich bemühe mich da sehr oft drum, um diese Art von Reflexion. Mhm. Ich merke nur, dass das, ich sage das mal ganz deutlich, zum Ende hin immer schwieriger wird. Die Zielgerichtetheit sozusagen an einen Punkt zu bringen, wo man tatsächlich reflektiert und innehält, ist natürlich, kennt wahrscheinlich ja auch jeder, dann schwieriger. Wird das sozusagen, verändert sich die Qualität der bewussten Wahrnehmung dahingehend auch, dass sie sozusagen am Anfang, also kann ich sozusagen, ist es wertvoller für mich, in der Lage zu sein, sozusagen kurz vor einem Höhepunkt noch bewusst klar wahrzunehmen, als, sagen wir mal, 15 Minuten vorher? Sie werden immer mehr den Genuss des Gewahrseins entdecken, bis in den Höhepunkt hinein. Auch da braucht es nicht zum Blackout zu kommen. Auch nach dem Orgasmus braucht es nicht zum Blackout zu kommen. Auch das ist möglich, das Gewahrsein wirklich durchgehend zu behalten. Und was natürlich eine bekannte Praxis ist, ist auch tatsächlich mal sexuelle Vereinigungen zu haben, in denen es nicht zum Orgasmus kommt, damit wir uns zeitweilig mal befreien aus der Orientierung auf dieses Peak-Erlebnis, dieses Gipfel-Erlebnis, was dann enorme andere Möglichkeiten freisetzt in der Beziehung, im Erleben, wenn wir bereit sind, darauf gelegentlich mal zu verzichten. Das eröffnet ganz viele Möglichkeiten im Austausch und ist auch eine totale Erleichterung, es baut Stress ab, kann natürlich neuen Stress wieder aufbauen, nicht? Das ist auch wieder klar. Also da müssen wir halt dann schauen, was dann tatsächlich in unserem Geist passiert.
Ja, gleich dazu zwei Fragen sind mir jetzt aufgekommen. Die erste ist, ich persönlich habe das auch erlebt, dass bei mir war das mit dem Orgasmus immer so, war, sag ich, weil ich jetzt einige Jahre Ruhe davon habe, ist auch angenehm, dass das diese Orgasmuspflicht, die man sich selber hier auferlegt, dass ich davon schon lange Abstand genommen habe, aus dem Grunde auch, weil das bei mir immer sehr lange dauerte, wenn ich mal so, das war nicht, und dann dachte ich irgendwann, dann lass es halt und fertig. Und seitdem, und da war das wesentlich besser, und auch für die Frau, für die Partnerin. Das war also die erste Erfahrung. Und die zweite Erfahrung ist, was ich hier sehr interessant finde, im Gegensatz zu dem Text des Fallblattes, was wir da haben, dass die Zielgerichtetheit der Sexualität auf Erzeugung von Kindern, von Nachwuchs, dass das hier noch gar nicht thematisiert worden ist. Mhm. Kann man das jetzt als gleiche, zumal der Zwang zum Orgasmus oder der Zwang zu irgendetwas, also die Zielgerichtetheit, ist da die Zielgerichtigkeit auf Sorge für Nachwuchs, also praktisch die gesamte, wie die katholische Kirche, die gesamte sexuelle Aktivität nur auf diesen einen Punkt der Nachwuchserzeugung zu konzentrieren. Das kann, wenn ich das jetzt hier alles richtig verstanden habe, auch zum Nachteil sein, nicht? Oder nicht? Ja, alles, jede Fixierung gereicht uns zum Nachteil. Ich habe das gestern in meinem Vortrag ganz kurz erwähnt, indem ich sagte, dass sich mit den Verhütungsmitteln ein ganz anderer Zugang zur Sexualität eröffnet hat, wo wir die gesamte fruchtbare Phase hindurch Sexualität leben können, ohne eine entsprechend wachsende Familie zu haben. Stellen Sie sich vor, die Lehren Buddhas kommen aus Indien, aber egal wo wir waren, bis hin vor dem Zweiten Weltkrieg, war eifrig gelebte Sexualität mit Nachwuchs beziehungsweise äußerst riskanten Abtreibungen verbunden. Hohe Kindersterblichkeit und dergleichen. Ja, und da ist, deswegen können wir uns all die Fragen heute nicht mehr so stellen wie früher. Wir müssen sie uns heute stellen im Hinblick auf die Möglichkeit, dass Sexualität für unseren Genuss da ist, für unser Erwachen möglicherweise eine Rolle spielen könnte, aber natürlich auch zur Unterjochung, zur Zementierung von Rollen und so weiter. Also da ist ja, die Spannbreite ist in Richtung Heilsames und Nicht-Heilsames immens weit geöffnet worden. Und da stellen sich all diese Fragen jetzt noch. Eigentlich ist es klar, dass wir als Menschen natürlich, der Geschlechtsakt dient der Fortpflanzung. Und das ist auch etwas, was liebende Paare, auch wenn sie verhüten, ganz stark erleben, dass sie in der Vereinigung unmittelbar den Wunsch auch spüren, ja, wie viele Kinder möchtest du denn heute? 100 oder 1000? Ja, so, ja, diesen Wunsch in sich erleben, im Grunde genommen, ist es ja der Kinder und ist der schönste Moment, eigentlich zu sagen, ja, schick's mir alles rüber, ja. Diese Freude des Teilens im Hinblick auf die Fruchtbarkeit und die möglichen Kinder, auch wenn es nur Scherze sind, die dann so zum Ausdruck kommen. Aber es ist doch ganz intim mit der sexuellen Handlung verbunden, dass man an die Kinder denkt. Ja, wo ich es gerade noch habe. Ich habe das in meiner Vergangenheit differenziert erlebt, dass die Frauen durchaus sagten, von dir möchte ich gerne ein Kind, während ich das nicht unbedingt als vordergründig gesehen habe. Das ist auch eine Geschichte. Kenne ich auch. Aber mal gucken hinter Ihnen. Ja, das spricht für mich nochmal diese archetypische Rolle an von Mann, Frau und Weiterleben der Gesellschaft. Antizyklische? Archetypisch. Ne? Archetypische. Und da ist halt die Sexualität eigentlich so der Kanal oder da entzündet das. Aber ich habe gerade nochmal nachgedacht, Sie haben was über emotionale Filter gesagt und über Gewahrsein. Und was mich sehr angesprochen hat, was Sie gerade gesagt haben, war, dass dieses Gewahrsam und der emotionale Filter ja, sagen wir mal, vor dem Koitus, während Orgasmus und auch danach stattfinden. Oft ist es ja auch so, dass wirklich eine Situation der Hingabe erreicht wird oder eine sehr schöne Situation der Vereinigung und manchmal danach eigentlich der emotionale Filter einsetzt.
Ja. Was sehr verletzend sein kann, wenn dann jemand sich vielleicht sehr geöffnet hat und jemand anders diese Nähe gerade mal nicht mehr aushalten kann, zum Beispiel. Ne? Völlig richtig. Und das finde ich nochmal wichtig auch zu sagen, dass es im Grunde dass es eben diese ganze Zeit gibt und dieses Gewahrsam eben unabhängig davon, ob man mal einschläft oder nicht, kann ja auch trotzdem ein Gewahrsam da sein. Wie bin ich in der Stunde danach? Wie bin ich vielleicht am nächsten Tag? Oder ne? Dass das auch viel mit Gewahrsam nochmal zu tun hat. Also die Praxis des Gewahrseins setzt sich in allen Situationen fort. Vorher, während, nachher. Und stets besteht die Möglichkeit zu haften, zu verfestigen, zu fixieren, in starke emotionale Reaktionen zu kommen und die Möglichkeit, sie wieder aufzulösen, beziehungsweise nicht hineinzukommen. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Aus meiner Erfahrung spricht auch die Sache der rechten Rede in diesem Zusammenhang. Dieses teilweise Vorspielen von Dingen oder auch Angst haben, was Sie gerade eben sagten, dass das Gewahrwerden nach dem Orgasmus plötzlich ein anderes ist als vorher. Es ist ja, ich spreche jetzt mal, ich bin ja nun Mann und ich spreche mal aus eigener Erfahrung, dass das doch schon passiert, dass man plötzlich vorher alles toll und prima fand und wenn denn also der gewisse Druck weg ist, dann erscheint die Frau im anderen Licht. Das ist jetzt leider öfter mal Realität. Jetzt, wie geht man damit um? Ich jetzt sage, ja, das passiert nämlich genau das, dass der Partner oder die Partnerin noch in einer gewissen Offenheit sich geöffnet hat und der andere hat quasi nur seine, sagen wir mal, Notdurft befriedigt und gibt das auch noch zur Kenntnis. Das ist natürlich eine hohe, starke Verletzung, nicht? Also man sollte dann also das möglichst gar nicht dazu kommen lassen. Also das ist meine Erfahrung, das war in den früheren Zeiten mal so und dann habe ich irgendwie gelernt, das ist nicht gut, tut mir selber auch nicht gut, man fühlt sich auch nicht gut, dass man also schon, darum ist es wichtig, also die Sexualität nicht als Einzel, als Selbstzweck zu nehmen, sondern immer in Verbindung mit irgendwas, nicht? Also die und dann die Frage der rechten Rede, sage ich das nun oder sage ich das nicht und wie gehe ich damit um und so weiter. Das ist auch so ein Problem, was ich früher mal hatte. Ich möchte da Ihre ersten Bemerkungen als Einstieg nehmen, um nochmal auf den Mechanismus der Filter zu sprechen zu kommen. Ein bisschen länger diesmal. Begierde macht das Objekt der Begierde schön. Ja? Faszination. Begierde ist eine Form von Faszination. Und solange diese Faszination besteht, solange die Anziehung besteht und noch genährt wird und aufgebaut wird, sind wir mit einer Göttin, mit einem Gott zusammen. Wenn die Spannung sich aufgelöst hat, ist die Faszination in sich zusammengefallen, die Begierde ist vorbei und wir sind in einem anderen Geistes. In diesem neuen Erleben, was dann ist, sind andere Mechanismen aktiv und wir sehen die Welt mit einer anderen Brille. Dieses Mechanismus müssen wir uns ganz tief bewusst sein, dass wir ständig Brillen tragen. Wir tragen mal schon Frauenbrillen und Männerbrillen. Egal, ob wir homosexuelle oder heterosexuelle Brillen tragen. Wir tragen Brillen, die mit unserem grundlegenden Mann oder Frau sein zu tun haben. Wir tragen Brillen, die gefärbt sind durch unsere Elternbeziehung. Hilfreiche oder schädliche Beziehung, die uns entsprechend mit Anhaftung und Ablehnung reagieren lassen. Wir tragen kulturell gefärbte Brillen. Kulturell, was in unserer Kultur als schön und angenehm und wertvoll betrachtet wird und weniger attraktiv, all das färbt unsere Wahrnehmung ständig ein. Persönliche Vorlieben kommen noch hinzu, Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, die uns prägen. Wir sind in einem enormen Maße diesen Filtern ausgesetzt, beziehungsweise wir produzieren sie, das ist unser Erleben. Und sollten uns dessen bewusst sein und erwachen ist, aus dieser Filter gewahr zu werden, sie mit Gewahrsein zu durchdringen. Dadurch werden sie schwächer, sie haben uns nicht mehr so sehr und unsere Wahrnehmung wird auch einheitlicher dadurch, weil wir nicht mehr so stark in die Begierdebrille, mit der Begierdebrille schauen, nicht mehr so stark unserer Ablehnungsbrille glauben,
Wir wissen schon, dass wir verzerrte Wahrnehmungen haben und es gelingt uns bei geübter Meditationspraxis, die Brillen abzunehmen und in einem etwas weniger wertenden Gewahrsein zu sein. Je mehr wir das können, Brillen abzulegen, immer wieder zu durchschauen, mit welchen Filtern wir gerade in der Situation sind, umso wacher wird unser Erleben. Und je mehr wir unsere Brillen tragen und ihrer gar nicht gewahr sind, desto ausgelieferter sind wir unseren Filtern. Und das spielt in die Sexualität mit hinein. Wir haben das heute ja gehört, jetzt gerade eben bei dem Vortrag, wie man seine Brüste wahrnimmt. Sollen sie größer sein, sollen sie kleiner sein, wie dicker, dünner, wie wir uns wahrnehmen und wie wir dann damit umgehen. Wie man seine Brüste wahrnimmt, sollen sie größer sein, sollen sie kleiner sein, wie dicker, dünner, wie wir uns wahrnehmen und wie wir dann damit umgehen. Das sind all die Filter, die ständig stattfinden. Wer möchte was sagen? Ich kann gerade anknüpfen, Filter. Ein ganz starker Filter kann ja sein, etwas, was man Trauma, was schon früh im Leben gelegt wurde. Und da ist der Bereich der Sexualität nur eine Ausdrucksform von viel. Ein Trauma wirkt sich in jeder Beziehung, in jedem Umgang mit anderen Menschen aus. Ich sehe das eigentlich noch tiefer verankert und stärker wirkend als Sexualität. Mhm. Das ist prägender in der Herangehensweise, wie man mit sich und anderen umgeht. Wie kommt man an ein Trauma? Zunächst mal danke, dass Sie das ansprechen. Traumata sind sehr aktiv in der sexuellen Begegnung auch und wie Sie sagen, im ganzen Leben. Es ist nicht einfach so, dass das aufhört, sobald wir aus der Begegnung raus sind. Es mag etwas weniger angerührt sein, aber es ist durchgängig da. Und wie man da herauskommt, es gibt so viele Therapiemöglichkeiten heutzutage, sich gezielt den Traumata zuzuwenden. Aus meiner Erfahrung möchte ich Ihnen einfach nur antworten, dass es oft so ist, dass Menschen an die Traumata nicht durch einfaches Meditieren rankommen, dass sie auch beim Meditieren das Trauma umgehen oder aber, dass es so stark und unmittelbar aktiviert wird, dass sie mal schon gerade das Meditieren sein lassen, also die Achtsamkeit zurückschrauben. Was Traumata hilft, neben den Standardpsychotherapieformen, es gibt heute auch neue Traumaverfahren, ist immer wieder mit Liebe, mit liebevollem Gewahrsein in die Bereiche hineinzukommen, die um das Trauma herum sind, also menschliche Beziehungen, dann jetzt, wenn wir zum Beispiel sexuellen Missbrauch nehmen als eines der schlimmsten Traumata, die viele, viele Menschen in sich tragen, dass dieser Bereich der liebevollen überhaupt Beziehung, wo sich überhaupt mal berührt wird, dass wir Berührung mit Gewahrsein und Liebe schon mal durchdringen, bis es überhaupt wieder zu einem Körperempfinden kommt, dass der Körper beginnt, wieder zu erleben, das zuzulassen überhaupt, dass der Körper voll erlebt, ist für jemand mit sexuellem Missbrauch schon ein unglaublicher Schritt, wieder ins volle Erleben des gesamten Körpers zu kommen. Dann zuzulassen, dass mich jemand intimer noch berührt und so weiter. In all die Bereiche muss Liebe, Vertrauen, Akzeptanz hineinkommen. Und das ist ein langer Prozess, aber er ist möglich. Also ich kann Ihnen jetzt nicht die oder die andere, möchte ich Ihnen nicht die oder ja Therapien empfehlen. Es geht auch ohne Therapien, aber es braucht Gewahrsein. Irgendwie muss das Gewahrsein in diese Körperbereiche, in diese Erlebensstrukturen hineinkommen, in diese, ja, in die Filter, die uns prägen. Irgendwie muss es da hineinfinden. Ist ein langer Weg, ist Ihre Frage. Ich meine, ich konnte sie nicht richtig ausführlich beantworten, aber ist das in Ordnung so, ja? Wichtig. Nehmen Sie nochmal das Mikro. Wichtig ist mir vor allem, dass wirklich aus eigenem den Eindruck habe, dass Sexualität nur ein über tieferen Prägungen gelagertes Spiel des Umgangs mit anderen Menschen ist. Also ja. Ich denke, man kann
noch unter die Sexualität kommen, um sich genauer kennenzulernen, ist zwar ein sehr guter Zugang, ist sehr intensiv, aber das ist noch viele andere Möglichkeiten, um an diese unteren ranzukommen. Ja. Ich erlebe es auch so, gerade auch in meinem Leben als Mönch, dass Sexualität eigentlich sehr stark einfach kommunizieren ist, austauschen, im Fluss sein mit anderen, sich, ja, Bereitschaft zu intimem Austauschen auch. Und dass wir in diesem fließenden Austauschen, wenn das wirklich fließt in uns, dass sich die Bedürfnisse nach der eigentlichen Sexualität, was man sonst so nennt, deutlich verringern, weil das Fließen mit anderen in jeder Art von Kommunikation, von Kommunizieren tatsächlich befriedigend ist. Und jetzt mache ich einen kleinen Gedankensprung. Was besonders befriedigend auch ist, ist, bei vollem Gewahrsein zu sein. Ich nehme mal als Bild, stellen Sie sich vor, Sie sitzen unter Ihrem Lieblingsbaum. Der Platz, an dem Sie sich in der Natur am wohlsten fühlen. Oder auch bei sich zu Hause in dem Sessel, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Aber an dem Ort, wo Sie sich echt entspannen können. Und Sie sind voll gewahr. Voll gewahr, alle Sinne offen. Es beginnt im Körper überall zu strömen, zu vibrieren, zu pulsieren. Der Geruchssinn öffnet sich. Das Hören wird frei vom Benennen. Das Sehen fokussiert nicht mehr. Sie sind sich ihres inneren Fühlens und Erlebens zutiefst bewusst. Da entsteht so eine Erfüllung. Jemand, der in diesem strömenden Sein ist, braucht nicht noch die sexuelle Begegnung. Es ist voll waches, strömendes Gewahrsein, das in sich, aus sich heraus, so zutiefst befriedigend ist, dass ein noch mehr gar nicht in den Sinn kommt. Sein an sich ist umfassend befriedigend. Das nennen wir das wunscherfüllende Juwel unseres Geistes. Wenn wir in diese Erfahrung vollen Gewahrseins hineinfinden können, dann brauchen wir nicht noch andere, um befriedigt zu sein, um dieses und jenes noch abzuhaken, indem es gibt nichts mehr abzuhaken. Die Wunschliste ist samt und sonders abgehakt, wenn wir in diesem umfassenden Sein. Aber das wollte ich nur noch mal sagen, weil das ist der Weg, den diejenigen gehen, die sich nicht auf solche intensiven und intimen zwischengeschlechtlichen Beziehungen ein. Es braucht dann aber diese tiefe Erfahrung des Seins. Es braucht sie, denn sonst suchen wir im Außen. Ich habe eine Bitte. In welchem Zusammenhang Sie von Achtsamkeit, Gewahrsein, mir fehlt der Begriff Bewusstsein. Was für eine Rolle spielt in dem Kontext Bewusstsein? Ja, Bewusstsein könnte die anderen beiden Begriffe auch ersetzen. Wir gehen mit Worten so um, wie wir es am meisten gewöhnt sind. Wir haben Bewusstsein, Bewusstheit, Gewahrsein, Achtsamkeit und noch vielleicht noch ein paar andere. Ich arbeite am liebsten mit dem Wort Gewahrsein, weil es das offenste von diesen Worten ist und bereits einen Geschmack von wahr hat. Also achtsam zu sein und bewusst zu sein, in dem Sinne immer freier von Filtern. Gewahrsein beinhaltet, aus den Filtern auszusteigen. Und deswegen übersetze ich selbst an Orten, wo normalerweise Achtsamkeit benutzt wird, das Pali-Wort Sati, benutze ich oft jetzt Gewahrsein, weil es umfassender ist. Achtsamkeit beinhaltet noch so etwas, eine Ausrichtung auf etwas, was im Gewahrsein wegfallen kann. Es gibt Achtsamkeit, also Gewahrsein ohne Bezugspunkt. Und warum ich nicht Bewusstsein verwende, was genauso gut auch wäre, ist, weil in dem Sprachgebrauch in meiner Schule Bewusstsein für die verschiedenen Bewusstseinsformen benutzt wird und Gewahrsein wie so ein Überbegriff ist, der all die verschiedenen Bewusstseinsformen beinhaltet. So viel zur Terminologie. Ich habe jetzt keine zeitliche Orientierung. Wann muss ich Schluss machen? Viertel vor das Mittagessen. Danke.
Ja, zu den Filtern. Also ich möchte das fast noch so ein bisschen und zu diesem Thema mit den Traumata möchte ich eigentlich noch mal ergänzen. Das sind auch Strukturen, die in unserem Gehirn wirken. Also es ist nicht nur ein einfacher Filter, den ich vor den Augen habe, wie so eine Brille, sondern Traumata oder schwere Traum, die ich erlebt habe, bewirken Veränderungen in der Gehirnstruktur. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, das ist ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, um die Geburt herum werden die Hauptsynapsenverbindungen in unserem Gehirn geschaltet. Das heißt, die Prägungen, die ich da erfahren habe, die gelten für das ganze weitere Leben. Und ich habe auch oft mit Menschen zu tun, die vielleicht Junge, der kein Junge eigentlich sein sollte, wo die Eltern sich ein Mädchen gewünscht haben oder umgekehrt. Und das ist so prägend auch später für die Haltung in der Sexualität, ob ich ein gewünschter Junge oder ob ich ein gewünschtes Mädchen bin. Und dann vielleicht noch nachträglich dann die Prägungen, die dann einsetzen, je nachdem, wie dann mit mir als Kind umgegangen wird. Und in dem Zusammenhang, finde ich, es wird der Filter noch stärker, wenn wir auch eine kulturelle Prägung sehen. Wir haben ja in so einer vaterlosen Gesellschaft zum Teil gelebt. Und auch in dieser christlichen Kultur gibt es Untersuchungen anhand von so Marienbildern, dass Jesus eigentlich auch in diesen halt, also in diesen ganzen Bildern, wie die in der christlichen Kultur gezeigt sind, eigentlich ein missbrauchtes Kind, eigentlich da ein missbrauchtes Kind dargestellt wurde. Wir haben immer wieder Frauen gehabt in der ganzen Kultur über die Jahrhunderte, die von den Männern verlassen wurden, die in Kriege gezogen sind und die an ihre Kinder genommen haben, ihre Söhne als Ersatz für die Männer. Und das ist ein Trauma, mit dem viele Männer zu tun haben. Von dem, was Sie jetzt gerade beigetragen haben, möchte ich nur auf die Beziehung von Gehirn und Bewusstsein eingehen. Tatsächlich ist man lange Zeit davon ausgegangen, dass die Gehirnstrukturen, die synaptischen Verbindungen, die Transmitterausschüttung relativ festgelegt sind. Aber die neuere Gehirnforschung zeigt, dass unser Gehirn sehr plastisch ist und bis zum Tod sich umformen kann. Und Synapsen neu gebildet werden können, Transmitterausschüttungen sich verändern können, dass verschiedene Gehirnareale aktiviert werden können. Was für mich als buddhistischen Praktizierenden sehr spannend ist, weil ich diese Wechselwirkung zwischen, sagen wir mal, Materie, Körper, obwohl das vielleicht nicht ist, vielleicht eher Energie, aber zwischen Materie und Geist scheint eine ständige Wechselwirkung stattzufinden. Und tatsächlich ist es so, dass sich in unserem Körper inklusive Gehirn Muster verfestigen, auch nachvollziehbare, dass bestimmte Möglichkeiten nicht mehr bestehen, wenn lange Zeit auf die Art funktioniert wurde, dass wir aber auch die Möglichkeit haben, ziemlich fest bestehende Muster aufzuweichen und neue Bahnungen zu ermöglichen. Und wir nennen das in der tibetischen, im tibetischen Ansatz, nennen wir das den Zusammenhang zwischen Geist und subtilen Energien. Subtile Energien, Prana auf Sanskrit, ist das, was zur Ausgestaltung der körperlichen Abläufe beiträgt. Empfindungen werden als der Fluss von Prana, als der Fluss dieser subtilen Energien beschrieben. Und rückwirkend ist es so, dass wir über den Körper, über das Beeinflussen der subtilen Energien, zum Beispiel durch Körperhaltung, sei es durch Yoga, aber auch ganz normal, egal wie wir uns hinsetzen und stehen, alles hat einen Einfluss auch wieder auf unser Gewahrsein. Und so finden ständig Wechselwirkungen statt. Und ich spreche das deswegen so ausführlich an, weil wir Menschen, die frühkindliche Traumata erfahren haben, Zuspruch geben sollten, sie sind nicht auf Dauer darin gefangen. Es ist eine harte Arbeit, es braucht eine lange Praxis, das Gewahrsein immer wieder neu auszurichten, wird aber dann auch in der Struktur, auch im Gehirn seine Folgen haben. Dass wir diese Ermutigung weitergeben, dass wir ihnen nicht den Mut nehmen, indem wir sagen, ja, das hast jetzt Pech gehabt, ne? Das ist in den ersten Monaten deines Lebens gelaufen, jetzt bist du für dein Leben festgelegt. Das ist, weil das Gehirn so ist. Aber das Gehirn ist halt plastisch. Und wenn wir unser Gewahrsein ändern, wird sich das Gehirn ändern. Und wenn sich im Gehirn was ändert, wird sich unser Gewahrsein ändern. Da geht also immer so ein Prozess hin und her.
Ja, sprechen Sie mir sozusagen aus der Seele, weil ich genau damit arbeite und weil ich das auch erfahren habe, dass es geht. Ja, ja. Auf einer Körperebene mehr, aber ich sehe da eben die Verbindung zwischen Körper und Spiritualität. Mhm. Und ein Aspekt, den ich da noch einbringen würde, ist eigentlich das Thema Mitgefühl. Weil wir oft von außen etwas brauchen. Manchmal auch, und dass jemand dieses Trauma sieht, mitschwingen kann, mitfühlen. Und selbst diese Energie löst etwas. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe oft das Gefühl, auch wenn ich gerade an den letzten Vortrag gedenke, dass wir so in einem Mitgefühl, in einer Gesellschaft leben, in der immer weniger Mitgefühl vorhanden ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, also vielleicht nicht in unserem Kreis hier, aber wenn ich an diese Piercings denke oder so, da ist wenig Mitgefühl dem Körper selbst gegenüber und meiner Ansicht nach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich mitfühlend auf mich selber gucken kann und auch dieses Mitgefühl anderen entgegenbringe für solche Prozesse, das wirkt auch mit in diese Veränderung hinein. Mhm. Danke. Als letzter Beitrag die Dame hinter Ihnen. Vorher ist kurz schon mal angesprochen worden, das Thema Distanz, also sozusagen das Gegenteil von Nähe. Und also Distanz nicht nur nach dem Orgasmus, sondern dann auch nach einer beginnenden oder in der Phase einer Partnerschaft, nach einer langen Phase von Nähe wieder auf Distanz gehen. Das ist ein Phänomen, das sehr viele Paare erleben. Mich würde interessieren, welche Aspekte da dahinter stehen können. Also mir ist schon mal klar, das ist natürlich ein Ausdruck von Angst. Aber was könnte da noch dahinter stehen? Da kann natürlich ganz viel dahinter stehen. Ich möchte in meiner kurzen Antwort nur auf den Dharma Bezug nehmen. Aus der buddhistischen Sichtweise wird sich eine Beziehung, die auf starker Anziehung und, sagen wir mal, Begierde haben wollen, aufgebaut hat, fast zwangsläufig in eine Beziehung wandeln, in der die Ablehnung, der andere Pol zum Vorschein kommt. Was bei Beziehungen, wo sich die Menschen Zeit lassen, wo sehr viel Liebe und Mitgefühl die tatsächliche Treibkraft ist, nicht so stark der Fall ist. Aber man kann es fast vorhersehen, wo Menschen sich aufgrund von starker Begierde treffen, da weiß man, okay, jetzt heiraten sie, aber gucken wir mal 2-3 Jahre später oder ja, irgendwann schlägt das um und die Abneigung wird genauso stark wie vorher die Anziehung war. Das ist der Mechanismus des Umschlagens von Emotionen, die wir im Buddhismus sehr deutlich beschreiben. Dieser Mechanismus gilt für Begierde und Hass und er gilt auch für Eifersucht und Stolz. Manche sagen, ich kenne nur Stolz, ich kenne gar keine Eifersucht, aber sobald diesem Stolzen herbe Missgeschicke im Leben passieren, wird dieser stolze Mensch an seine Eifersucht rankommen. Das schlägt auch um. Also deswegen, das ist die kurze Antwort auf die sehr viel tiefere Frage. Für mich ist so ein Spannungsfeld, dass ich durch mein ganzes Leben dieser Wunsch nach Sicherheit in der Beziehung und gleichzeitig dieser Wunsch nach Freiheit, der da ist, also jetzt in einer anderen Beziehung sein muss, prinzipiell ja dieses Verbunden empfinden zu wollen, diese Verbundenheit, Sicherheit auch in der Partnerschaft. Auf der anderen Seite auch diese unbändige Freiheit, die dann hin und her schwankt. Ich würde da gern irgendeine so mehr Sicherheit bekommen innerlich für ein Gefühl, wo das richtig ist. Weil ich richte mich dann so inneren Empfinden, versuche natürlich abzuwägen, wo was da meine Motive, das Furcht ist. Also, ja, Ihre Frage. Gibt's da so Hilfestellung? Ja. Dazu, oder? Ja, ich höre das, dass dies eigentlich die Frage nach der Hilfestellung ist. Es gäbe so viele Ebenen und Möglichkeiten, auf Ihren Beitrag jetzt einzugehen. In einer sich wandelnden Welt Sicherheit zu erleben, ist möglich. Aber nicht, indem wir versuchen, dem Wandel irgendwie Einhalt zu gebieten. Das klappt nicht. Das mag vorübergehend mal so ausschauen, aber es klappt nicht wirklich. Was ich erlebe als das, was am meisten Sicherheit und Stabilität gibt, ist die zunehmende Qualität von Achtsamkeit, von Präsenz. Wir nennen das Shamatha im Buddhismus, Shinne im Tibetismus, die Geistesruhe, die Praxis von Geistesruhe,
Das bedeutet, im Strom des Erlebens, in diesem sich ständig wandelnden Strom des Erlebens, eine Grundqualität von Präsenz zu entwickeln. Gewahr zu sein, gewahres Sein. Und diese Grundqualität des mir immer vertrauter werdenden Gewahrseins, die gibt schlussendlich die Stabilität. Das, was am stabilisierendsten auf menschliche Entwicklungsprozesse wirkt, ist diese Qualität des achtsamen Seins. Weil die begleitet uns überall hin, in jede Situation, überall wo wir sind, ist sie immer mit dabei und bewirkt, dass wir immer aufmerksamer gewahr werden, was für Mechanismen da laufen, wie das eine das andere bewirkt, wie jetzt da andere Einflüsse reinkommen. Wir sind gut verankert in diesem achtsamen Sein. Wir sind stabil und offen. Und das ist die Qualität, die es zu entwickeln gilt, wenn wir in einer sich ständig wandelnden Welt das Gefühl von Stabilität. Die Stabilität lässt sich nur durch diese ständige Achtsamkeit. Das empfehle ich Ihnen, das klappt. Einfach der Prozess. So der Prozess mit sich selbst, ja. Ja, wir würden sagen, im übertragenen Sinn ist es so, als würden wir in jede Situation mit unserem Köfferchen reingehen. Das ist so unser Zuhause. Was ist eigentlich unser Zuhause? Wir haben alles, unser Zuhause ist in dem Köfferchen. Ja, wir nehmen das überall hin mit. Das gibt uns unsere Sicherheit. Aber wenn wir mal nachschauen, aus was dieses Köfferchen eigentlich besteht, dann ist es unsere Geistespraxis. Wir nehmen die Praxis des Gewahrseins mit den verschiedenen Methoden, auch die wir gelernt haben, auf den Atem zu meditieren, Gebete zu sprechen, was auch immer dann die Form unserer Praxis, die nehmen wir mit in jede Situation und sind mit unserem eigenen Geist vertraut. Und dieses Vertrautsein mit dem Sein, das ist im Grunde genommen dann das, was die Stabilität gibt. Eine andere Lösung kann ich Ihnen nicht vorschlagen, denn alles andere, also alles Versuchen in der Außenwelt eine Stabilität zu schaffen, hängt von so vielen anderen Faktoren ab, die wir nicht kontrollieren können. Aber hier, unserem eigenen Geist, da können wir ansetzen. Wenn wir da eine Präsenz entwickeln, die uns überallhin begleitet, dann haben wir ein unglaubliches Geschenk. Deswegen sitze ich auch so unaufgeregt vor Ihnen, weil ich tatsächlich mit 18 angefangen habe, das jeden Tag zu praktizieren. Und ich kenne doch meine früheren Lampenfieber und so weiter. Ich weiß doch, wie aufgewühlt mein Geist früher war und wie ich das Gefühl hatte, wie alles weggleitet und ich überhaupt nicht mitkriege, was in anderen läuft. Und in mir ist auch an innerer Stabilität gemangelt hat. Und das ist heute nicht mehr der Fall, dank dieser Praxis. Gut, ich danke Ihnen auch. Wollen wir mit einer kurzen Ruhephase beschließen? Ja, so wie vorhin? Genauso wie vorhin. Spüren wir uns einfach, wir spüren, da ist das Erleben, strömendes Erleben, fühlen, hören, sehen, riechen, schmecken und geistiges Empfinden. Wo immer wir einen festhaltenden Körper und Geist wahrnehmen, lassen wir los, erlauben kleine Bewegungen im Körper und Geist. Danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank, dass wir das miteinander so teilen konnten, diesen Austausch. Ich hoffe, er war fruchtbar für Sie. Ich habe am Ausgang einige blaue Prospekte hingelegt von unserem Institut für essentielle Psychotherapie. Das ist ein Institut für buddhistische Psychotherapie. Wir haben den Namen buddhistisch vermeiden wollen. Und falls es unter Ihnen Leute gibt oder in Ihrem Freundeskreis, die nach solch einer Fortbildung suchen in buddhistisch orientierter Psychotherapie, schauen Sie doch mal in diesen kleinen Flyer hinein. Also herzlichen Dank.